Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Nicole und ich habe in den letzten Tagen so viele Nachrichten von euch bekommen, weil da eine bestimmte Sache auf den Markt gekommen ist, die ich wohl unbedingt haben sollte und ihr habt so absolut recht damit. Ich habe irgendwann aufgehört, die Nachrichten zu zählen. Ich möchte mich für jeden einzelnen Kommentar hier auf YouTube, auf Instagram, Nachrichten, Verlinkungen und auch für die E-Mails ganz herzlich bei euch bedanken. Ich bin direkt losgezogen zu Rossmann, habe mir den Trendturm von Rossmann angeschaut. Leider war da nicht alles verfügbar, so dass ich mir jetzt letztendlich online alles bestellt habe, was mir da so gefällt und das zeige ich euch auch. Es hat alles mit dem Thema Schmetterling vor allem zu tun. Darum habe ich mir auch überlegt, dass ich euch jetzt in diesem Video einmal erzähle, was es überhaupt so mit dem Schmetterling und mir auf sich hat, was es da für eine Verbindung gibt und was für eine Symbolkraft er für mich hat. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich werde euch dieses Video in zwei Teile gliedern. Zum einen jetzt am Anfang den Rossmann Haul, wo ich euch die Produkte zeige. Und im zweiten Teil wird es dann etwas ernster. Da gibt es dann mal einen Real Talk von mir. Und da erzähle ich euch mal ein bisschen was zu dem Thema Schmetterling und was er für mich eine Bedeutung hat. Wir starten jetzt also mit den Produkten. Und ja, Isana ist herausgekommen mit einer Butterfly-Reihe. Da sind ganz viele Produkte und sie sehen irgendwie kitschig, aber auch traumhaft schön aus. Und ich fange mal mit dem hier an. Da haben wir die Isana Tuchmaske Butterfly, intensive Feuchtigkeit und glättend mit Lotusblütenextrakt und Hyaluron für jeden Hauttypen. Ich finde, das klingt schon mal richtig gut. Ich finde das Packaging einfach nur traumhaft und ja, ein bisschen feenlike von den Farben und weil es auch so ein bisschen holographisch ist. Und hier sind eben viele Schmetterlinge, ein großer, dann ist hier aber auch noch so ein hübscher blauer mit drauf. Also ich bin in das Packaging absolut verliebt. Ich hoffe, diese Tuchmaske wird auch eine gute Wirkung haben. Und sie schreiben hier, die farbenfroh bedruckte Isana Butterfly Tuchmaske, also die Maske selbst wird wahrscheinlich auch noch einen entsprechenden Print haben, mit Lotusblütenextrakt und Hyaluron spendet intensive Feuchtigkeit und glättet nachweislich, während wertvolle pflanzliche Lipide die Haut blütenzart pflegen. Die erfrischende Beauty-Formel entfaltet sofort ihre wohltuende Wirkung und lässt die Haut erstrahlen. Der herrlich florale Duft erinnert an eine Schmetterlingswiese und verwöhnt die Sinne. Also klingt alles schon mal richtig gut. Und dann gibt es da aber nicht nur die Tuchmaske, sondern noch so eine Augenpatches. Und die haben sogar richtig Schmetterlingsflügelformen. Das gefällt mir einfach richtig gut. Hier haben wir die Hydrogel-Augenpads. Hydro Power mit Hyaluron und Blütenextrakten auch wieder für jeden Hauttypen geeignet. Und ich hoffe sehr, dass sie nicht verrutschen werden. Ich werde euch davon in jedem Fall ein Foto posten auf Instagram, wenn ich sie dann aufgelegt habe. Da freue ich mich drauf. Es gibt dann noch aus der gleichen Reihe Badeperlen. Die sehen einmal so aus. Das ist so ein Sachet für eine Anwendung. Und die Badeperlen, die sehen so ja, dunkel lila, fast ins Bläuliche gehend aus. Und das sind die Isana Badeperlen Butterfly. Zauberhafte Badeperlen mit floralem Duft und Extrakt aus weißem Tee. Und ich mag ja sowieso Produkte, die Teeextrakte enthalten. Also auch das passte wieder sehr gut, finde ich. Hier ist ja so eine kleine Stanzung, dass man da dran schnuppern kann. Und es riecht schon floral, aber man riecht jetzt nicht so wahnsinnig viel hier durch, muss ich auch sagen. Die Isana Butterfly Badeperlen verzaubern sie mit einem blumig-cremigen Duft nach Orchidee, Tiaree und Vanille. Die Formulierung mit Extrakt aus weißem Tee schenkt ihnen ein traumhaftes Badeerlebnis, während der herrliche Duft an eine Schmetterlingswiese erinnert und die Sinne verwöhnt. Ich hatte ja echt überlegt, mir gleich ganz, ganz, ganz viel zu kaufen, aber letztendlich möchte ich die Sachen ja auch verwenden und aufbrauchen und sie nicht irgendwo vergammeln lassen. Also ich habe jetzt tatsächlich für mich jeweils nur ein Teil gekauft. Da ich ja nun letztendlich online geshoppt habe, um auch all die Produkte zu bekommen, die ich gerne hätte, habe ich da noch mal etwas weiter geschaut, was es da jetzt aktuell so im Shop gibt und habe noch etwas gefunden, was auch mit Schmetterlingen zu tun hat. Und das ist einmal dieses Produkt hier von der Marke Treats. Und zwar Butterfly Kiss Bath Crumble, also Schmetterlingsküsse. Und dann ist es so ein, man sieht, es sind so Brocken in so schönen Pastelltönen. Und es ist ein bunter Badeschaum,
in leuchtenden Farben. Auf der Rückseite beschreiben sie das auch noch mal richtig nett und das lese ich euch auch einmal kurz vor. Alles, was glücklich macht und Freude bringt, haben wir liebevoll in unseren Badeprodukten vereint, um dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Lass dich von den tollen Farben, Düften und Gefühlen unserer Treats-Produkte inspirieren. Der Bath Crumble Butterfly Kiss zaubert dir unglaublich bunten Schaum in deine Badewanne, so wie du ihn noch nie gesehen hast. Kraftvolles Violett, strahlendes Pink und ein himmlisches Blau. Entspanne am Ende im violetten Blütenmeer mit einem beflügelnden Blumenduft und lass deine Sinne schweifen. Genieße das traumhafte Erlebnis mit Butterfly Kiss. Das klingt richtig toll, oder? Und das hier, was hier drin ist, soll man wohl tatsächlich auch komplett in eine Badewanne auflösen, also den gesamten Beutelinhalt. Ich bin gespannt, wie das so sein wird. Ich finde, das ist total interessant. Produkt ist übrigens auch vegan und ohne Mikroplastik. Fand ich total klasse. Beim Trendturm habe ich aber auch noch ein weiteres Butterfly-Produkt für mich entdeckt, und zwar dieses hier. Da haben wir von Isana wieder eins, und zwar das Glow Serum, also ein Gesichtsserum, was unserer Haut mehr Ausstrahlung schenken soll. Es soll außerdem auch Feuchtigkeit spendend sein und enthält vierfach Hyaluron. Das klingt echt gut, ist auch wieder geeignet für jeden Hauttypen. Die Rezeptur ist ohne Mikroplastik. Und man soll es ein bis zweimal täglich sogar verwenden nach der Reinigung. Also man könnte es morgens und abends verwenden. Ich bin so ein Typ, ich mache das dann, also solche Produkte gerne am Morgen. Hier sind 30 Milliliter drin und diese Schachtel öffnet man hier oben wie so eine Blume. Und dann können wir uns einmal die Pipettenflasche dazu ansehen. Die ist, ja, es ist, glaube ich, ist es Hartplastik oder Glas? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Aber ich finde es schön, dass auch hier Schmetterlinge mit drauf sind. Ich mag es total gerne leiden, auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht kitschig ist, aber ich stehe drauf. Das Isana Glow Serum Butterfly mit Blütenextrakten aus Gänseblümchen und Kornblume sowie vierfach Hyaluron sorgt für einen zauberhaft gepflegten Ton. Die Beauty-Formel verleiht der Haut sofort nach dem Auftragen pure Frische, Feuchtigkeit und lässt sie glatter und strahlender wirken. Klingt für mich auch nach einem perfekten Serum, bevor ich mein Make-up mache. Da nutze ich gerne speziell solche Serien eben, um dann eben auch die Foundation und so, dass das alles schön sitzt und eine schöne Strahlkraft hat. Also ich finde das richtig toll. Auch im Trendturm waren dann noch ganz viele Produkte, wo es um die Wassermelone geht. Und wer meinem Kanal schon länger folgt, der weiß, dass Wassermelonenduft einer meiner liebsten Düfte ist und ich sehr gerne Produkte mit Wassermelonenextrakten auch gerne verwenden mag, weil sie eben auch Feuchtigkeit spenden und so weiter. Und jetzt war eben zufällig auch Wassermelone ein Thema beim Trendturm und mein erster Themenhaul. Da ging es übrigens auch komplett ausschließlich um die Wassermelone. Da hatte ich nur Produkte gekauft, die eben irgendetwas mit Wassermelone zu tun hatten. Und im Trendturm gab es dann auch dieses Produkt hier, auch von Isana, das Ölsee Serum Melone, hydratisierend und intensiv regenerierend für jeden Hauttypen. Und dann sieht er auch so richtig schön fruchtig die Wassermelone mit drauf abgebildet aus. Auch das schauen wir uns mal genauer an. Hier auf der Lasche steht noch mit innovativen Pflegeperlen mit Melonenextrakt und Hyaluron. Ich glaube, Hyaluron ist so ein Bestandteil, den vertrage ich einfach sehr gut. Den habe ich sehr gerne so in Produkten drin. Und hier haben wir jetzt auch eine Pipettenflasche und das sieht da so ein bisschen trüb drin aus. Und man sieht auch, dass da ja wie so kleine Bläschen sind. Das werden dann wahrscheinlich die öligen Bestandteile sein, die Perlen, die sie da meinen. Auch das kann man ein bis zweimal täglich verwenden für Gesicht, Hals und Dekolleté. Und hier sind auch 30 Milliliter drin. Jetzt schauen wir auch mal hier, was sie da noch schreiben. Das Isana Ölserum Melone mit innovativen Pflegeperlen vereint die Frische eines leichten Serums mit feinen Beauty-Ölperlen. Die neue Mikrofluid-Technologie ermöglicht eine wirkungsvolle Schönheitspflege, bei der die Haut mit erfrischender Feuchtigkeit und intensiver Pflege versorgt wird. Ein Beauty-Moment der Extraklasse. Na, das testen wir aus, oder? Also auf die beiden Serum bzw. ja, Ölserum bin ich echt mega gespannt. Ich finde nämlich, gerade bei meiner Mischhaut, da ist mir manchmal so ein reines Gesichtsöl einfach zu viel. Aber solche Geschichten, wo einfach ein Serum mit einem Öl kombiniert ist,
Das finde ich wiederum richtig toll und wäre ein Produkt, was ich am Abend verwenden würde. Außerdem noch neu im Sortiment ist dann dieses Produkt hier von Isana. Gibt die Erde ein verwöhnendes Duschgel mit Wassermelone. Ich bin da jetzt sehr auf den Duft gespannt, da werden wir gleich schnuppern. 90% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs sind da drin. Es ist pH-hautneutral und vegan. Und auch hier ist die Rezeptur ohne Mikroplastik sehr, sehr löblich. Inspiriert von der Natur und angereichert mit Aprikosenkernöl, reinigt das Duschgel sanft und schonend. Die vegane und pH-hautneutrale Formulierung besteht, so ja, das hatten wir alles gerade schon. Ansonsten steht jetzt hier nur noch, dass da keine Sulfate drin sind und ja, 98% biologisch abbaubar oder zu 98% biologisch abbaubar und so weiter. Ich glaube, jetzt rieche ich einfach mal dran. Ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf. Ja, okay. Es ist ein sehr, sehr süßer Duft. Schon wassermelonig, ja, aber in erster Linie fruchtig süß. Vielleicht ist es dann unter der Dusche auch noch mal ein bisschen anders. Also man muss auf süß stehen, wenn man dieses Duschgel ausprobieren möchte. Und das letzte Produkt, was ich gekauft habe, das hat auch was mit Wassermelone zu tun und es ist für die Füße. Und ich dachte mir, das ist ja mal eine lustige Idee. Einfach mal Wassermelonenduft an die Füße bringen und eben kein Minzduft. Gefällt mir darum schon mal sehr gut. Wir haben hier von Fußwohl, auch der Rossmann Eigenmarke oder eine Rossmann Eigenmarke, ein ganzes Pflegeset Get Ready for Summer mit Wassermelonenduft. Und wir haben hier eben drei Produkte drin. Das eine ist ein Fußwohl Urea Perlenbad, dann ein festes Peeling und dann noch eine Gelmaske. Und ich hole das hier mal raus, damit wir uns das genauer anschauen können. Die Produkte waren hier jetzt nochmal alle in so einer kleinen Schachtel drin und hier haben wir jetzt so ein festes Peeling Bar für die Füße. Und dadurch, dass das hier nochmal nicht nochmal extra verpackt ist, duftet das hier schon unheimlich schön. Also es ist ja ein Wassermelonduft. Aber da ist noch irgendwas anderes im Duft mit dabei, was ich jetzt nicht so ganz zuordnen kann. Aber es riecht in jedem Fall schon mal sehr, sehr gut. Das werde ich mir direkt unter die Dusche legen. Genauso wie ich mir die anderen Sachen auch direkt ins Badezimmer stellen werde. Und zwar haben wir hier einmal die Gelmaske, eine pflegende Gelmaske. Und jetzt bin ich immer gespannt, ob man die dann auch länger einwirken lassen muss. Wirkung und Pflege. Durch wertvolle Inhaltsstoffe wie Glycerin, Panthenol und Hyaluronsäure wird das natürliche Feuchtigkeitsgleichgewicht der Haut bewahrt. Pflegende Öle verleihen ein streichelzartes und geschmeidiges Hautgefühl. Die Maske nach der Reinigung auf die Füße auftragen und 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Reste sanft einmassieren oder mit einem Kosmetiktuch abnehmen. Okay, also ich denke mal, dann kann man das auch zum Beispiel abends auf die Füße auftragen, Socken drüber, ab ins Bett und dann werden die Füße wunderbar über Nacht gepflegt. Das sollte dann auch wunderbar funktionieren. Und dann haben wir eben hier noch ein belebendes Urea-Perlenbad. Also da kann man dann so ein schönes Fußbad machen. Da bin ich sehr auch auf den Duft gespannt. Das riecht hier durch die Packung so ziemlich ähnlich durch, wie auch dieses feste Stück Peelingbar, was ich jetzt hier erstmal wieder reingemacht habe. Ja, wird alles getestet und ausprobiert und ich glaube, das ist jetzt auch schon zeitnah. Und dann werde ich euch da auch mal ein Feedback zugeben können. Ja, also Schmetterlinge, Wassermelone, der Trendturm ist aktuell einfach wie für mich gemacht. Und darum nochmal herzlichen Dank an euch alle fürs Bescheid geben. Und ich dachte mir, als kleines Dankeschön mache ich jetzt auch eine Verlosung hier bei diesem Video. Ich habe einfach alle Produkte zweimal gekauft. Also alle Produkte, die ich euch gerade gezeigt habe, kann einer oder eine von euch gewinnen. Ich packe das hier oder habe das hier schon in diese Pinkbox gepackt. Das ist diese Love Letter Pinkbox und dann könnt ihr das gewinnen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag gegen Mobbing. Und damit steige ich jetzt auch quasi schon ein in den etwas ernsteren Teil dieses Videos, wo ich euch gerne ein bisschen etwas über meine Symbolik zum Schmetterling erzählen möchte. Und da möchte ich jetzt auch gerne einfach erwähnen, dass es ein eher schwieriges Thema wird. Ich merke auch gerade, wie ich innerlich ein bisschen aufgeregter werde.
Und ich möchte einfach auch sagen, dass es vielleicht den einen oder anderen triggern könnte. Es wird um Mobbing und Ähnliches gehen. Darum jetzt einmal hier an dieser Stelle diesen Hinweis, wenn euch das zu viel ist, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn ihr jetzt sagt, okay, danke fürs Zeigen der Produkte, ich schaue mir den Rest dann lieber nicht an. Also alles kein Thema, aber darum jetzt eben an dieser Stelle auch nochmal dieser Hinweis. Ja, der Schmetterling. Ich hatte leider eine eher schwierige Kindheit, wenn nicht sogar sehr schwere Kindheit, und ich hatte irgendwie nie die Möglichkeit und das Gefühl, mich mit jemandem da anvertrauen zu können. Es geht darum, dass ich in meiner Grundschulzeit sehr, sehr heftig gemobbt wurde, und das aufgrund meines Körpers. Ich war damals gar nicht mal dick gewesen oder so. Ich hatte vielleicht so ein, zwei Pfündchen zu viel, aber ich war eigentlich nicht so, dass man jetzt sagt, ich wäre dick. Es gab deutlich kräftigere Kinder, auch in meiner Klasse, aber irgendwie hatten sie sich mich auserkoren. Es gab damals eine Anführerin, das war auch leider zufällig die Person, mit der ich jeden Morgen und nach jedem Tag Schulschluss den gleichen Weg hatte und wo die Eltern von uns jeweils gesagt hatten, so, ihr macht den Weg zusammen, weil wir mussten da so ein bisschen durch Berlin fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und leider war das auch außerdem eben ausgerechnet die Anführerin gewesen, und die hatte eine Clique um sich herum, und diese Clique hat mich einfach regelrecht fertig gemacht. Und das nicht nur mit Worten, es gibt Situationen, Dinge, die immer wiederkehrend vorgefallen sind, in jeder einzelnen Pause, wo sie irgendwie mich nachgeahmt haben und darüber gelacht haben, wie ich zum Beispiel laufe, und die Worte, die sie damals geschrien haben, die haben sich so richtig in mir eingebrannt, und alle anderen, auch der Rest der Klasse, haben einfach nur gelacht. Und ich bin davon überzeugt, dass auch die Lehrer und alle anderen das mitbekommen haben, aber nie hat irgendjemand das unterbunden. Es blieb aber nicht nur bei diesen verbalen Attacken. Es wurde viel, viel heftiger, je älter sie auch wurden und wir wurden. Wenn ich es zusammenfasse, ich wurde erpresst, ich wurde gedemütigt, ich wurde zu gewissen Dingen genötigt, ich wurde bedroht. Und das alles ausgehend von dieser Clique. Ich werde nie vergessen, ihr kennt sicherlich alle die Situation, dass man in der Pause auf dem Schulhof spielt, und dann gibt es dieses Spiel, dass man irgendwie, dass immer zwei Personen eine bestimmte Anzahl an Schritten voneinander weggehen, und dann versucht man, den anderen zu treffen, indem man kurz auf den Fuß tritt. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Spiel hieß, aber ich weiß von meinem Sohn, dass das auch heute noch gespielt wird. Und dieses Spiel haben wir eben gespielt. Und ich wurde dazu gezwungen, das eben mit dieser Anführerin zu spielen. Und ich hatte sie erwischt. Ich hatte quasi gewonnen. Nun hatte sie weiße Schuhe an und fand es gar nicht lustig, dass ich ihr die Schuhe schmutzig gemacht habe. Und letztendlich, um es einfach jetzt auch kurz zu sagen, ich wurde von der Clique an den Haaren ins Mädchenbadezimmer geschliffen, ich musste auf dem Boden knien und ich musste ihr vor allen anderen, die im Kreis um mich herum standen und mich ausgelacht haben, von diesen Mädchen die Schuhe putzen. Das ist zum Beispiel eine der Situationen. Leider war es auch so, dass sie mich regelmäßig von zu Hause mal abgeholt hat und ich mich auch nicht traute, dem zu widersetzen, denn immer wenn wir irgendwo zusammen waren, hat sie mich auch bedroht und gedroht, meinen Eltern irgendwelche erfundenen Geschichten zu erzählen. Also nach dem Motto, wenn du das und das nicht machst, dann gehe ich zu deinen Eltern und erzähle denen das und das. Und hat dann auch Geschichten erfunden, wo ich mir dachte, oh Gott, wenn sie das meinen Eltern erzählt, ich weiß nicht. Ich hatte auch nicht dieses Vertrauen, dann zu sagen, ach, meine Eltern glauben dir doch kein Wort. Es war einfach so, dass ich damals eben auch ein eher schwieriges Verhältnis zu meiner Mama hatte. Heute ist es ein richtig tolles Verhältnis, also davon mal ab. Aber damals war es eben sehr schwierig für mich und ich konnte mich da einfach meinen Eltern nicht anvertrauen und auch niemand anderem und hatte einfach Angst. Ich hatte einfach richtig Angst, wirklich damit jemanden anzusprechen, um aus der Situation herauszukommen. Ich habe es mich nicht getraut.
Und sie hat das natürlich gemerkt und ist immer mehr aufgebaut, bis hin zu Geschichten, die sie erfunden hat, die sie meinen Eltern erzählen würde, wie zum Beispiel, ich würde irgendwelche Drogen nehmen und keine Ahnung. Ich wurde damals auch zu Straftaten gezwungen, zum Beispiel Diebstahl, da sollte ich in ein Geschäft gehen und eben was mitgehen lassen, sonst passiert mir das und das. Also es war wirklich sehr, sehr heftig und es haben sich gewisse Dinge auch bis heute bei mir eingebrannt. Und da ich damals nicht wusste, wie ich aus dieser Situation herauskomme, ging es sogar so weit, dass ich dadurch Essstörungen bekommen habe. Ich hatte Bulimie, ich habe mir regelmäßig den Finger in den Hals gesteckt. Die Bulimie hat mich auch tatsächlich viele, viele Jahre beschäftigt. Mittlerweile bin ich sie los. Ich ernähre mich vernünftig, wenngleich ich vielleicht auch immer noch ein paar zu viele Süßigkeiten esse. Also ich bin heute auch keine schlanke Person, aber ich kann damit umgehen. Ich stehe zu mir selbst und ich lasse mich auch nicht mehr verunsichern, wenn da irgendwelche blöden Kommentare kommen oder so. Man kann sagen, ab der dritten Klasse bis hin zum Teenageralter war ich fast jeden Tag irgendwelchen Mobbing ausgesetzt und ich hatte mich, wie gesagt, nicht getraut, mich mit irgendjemandem da drüber anzuvertrauen, weil ich einfach Angst hatte, dass dann hinterher irgendwas Schlimmeres passiert, weil ich ja bedroht wurde, dass das und das passiert, wenn ich irgendwem was erzähle zum Beispiel. Ich wusste echt nicht mehr, wohin mit mir und ich wollte das alles nicht mehr. Und dann war irgendwann der Tag gekommen, als ich 13 Jahre alt war, wo ich mir das Leben nehmen wollte. Wir haben damals in Berlin in Lichtenberg, direkt am U-Bahnhof Lichtenberg, Frankfurter Allee, in einem dieser großen Hochhäuser gewohnt. In der 12. Etage und mein Zimmer ging auch zur Hauptstraße raus und ich hatte mir den Stuhl ans Fenster geschoben und habe das Fenster aufgemacht und bin auf den Fenstersims geklettert und ich werde nie vergessen, wie ich mich oben am Fensterrahmen festgehalten habe und nach unten geschaut habe und gerne springen wollte. Es hatten echt die Kinder geschafft, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Ich habe es nicht getan, sonst säße ich heute nicht hier. Und der Grund, warum ich nicht gesprungen bin, war letztendlich das schlechte Gewissen meinen Eltern gegenüber. Ich hatte ihnen ja bis dahin nichts gesagt. Ich konnte es nicht mit mir vereinbaren, zu springen, ohne dass meine Eltern überhaupt wissen, wieso, weshalb, warum. Und darum bin ich letztendlich nicht gesprungen. Aber ich glaube, ich stand bestimmt eine halbe Stunde da oben am Fensterrahmen und hatte runtergestarrt. Ich habe auch geweint gehabt und also ich werde diese Situation nie vergessen und es ist einfach nur heftig. Und darum gilt für mich auch der Spruch, Worte können töten. Es ist nicht nur die körperliche Gewalt, die jemanden töten kann, sondern eben auch verbale Gewalt. Und darum habe ich mir eben auch überlegt, dass ich jetzt das zum Thema machen möchte und einmal ansprechen möchte. Denn letztendlich war dieser Selbstmordgedanke damals und diese Situation auf diesem Fenster, auf dieser Fensterbank zu stehen, der Wendepunkt für mich. Ich habe mich dann immer noch nicht so richtig rangetraut, mich jemandem anzuvertrauen, aber ich habe angefangen, mich nicht mehr so bedrohen zu lassen. Ich fing an, Kontra zu geben. Und ich habe mir Freunde gesucht, richtige Freunde gesucht, die an meiner Seite standen und die mich unterstützt haben. Und das war dann mein Weg heraus. Ich habe einfach Bündnisse mit anderen Personen geschlossen, wo ich wusste, die sind nicht so drauf wie die, die mich die ganze Zeit so mobben. Und habe dadurch irgendwie den Weg wieder herausgeschafft. Ich glaube, das wäre noch ein viel, viel komplexeres Thema, als wie ich es jetzt hier darlegen kann. Aber ich möchte das jetzt auch nicht aufs Unendliche rausziehen. Letztendlich ist es so, dass ich bis in mein junges Erwachsenendasein mich selbst nie schön gefunden habe. Und damit schließt sich jetzt der Kreis zum Schmetterling. Irgendwann fing ich an zu sagen, okay, ich mag mich, ich liebe mich selbst, ich mag mich so, wie ich bin. Und dann habe ich 2010 meinen Mann kennengelernt, mit dem ich heute auch noch verheiratet bin und sehr wahrscheinlich auch alt und grauselig werden werde. Und er hat mir dann auch nochmal so richtig viel Selbstvertrauen gegeben, ohne dass er es wahrscheinlich weiß. Und ich fing dann
2018 an, YouTube zu machen, einfach weil mich die Beautyboxen so begeistert hatten. Und im Dezember 2018 habe ich mein erstes Video hochgeladen und genau zu dieser Zeit fing ich auch an, mich zu schminken. Also es fing schon ein Tickchen eher an. Und ich dachte mir, Mensch, Beauty, Schönheit und irgendwie fühle ich mich jetzt schön und irgendwie fühlte ich mich in dem Moment, als wenn ich von der fetten Raupe, die immer nur gehänselt und gemobbt wurde, zu einem Schmetterling gewachsen wäre. Und das ist einfach diese Symbolik hinter dem Schmetterling, hinter dem Kanalnamen und hinter allem anderen. Mittlerweile habe ich ganz viele Tattoos, unter anderem auch Schmetterlinge. Eins ist jetzt zum Beispiel hier. Und jedes einzelne Tattoo steht für mich, für diese Symbolkraft, ja, dass aus jedem ein schöner und flatternder und wunderschöner Schmetterling werden kann, egal was vorher ist. Und diese Verwandlung, diese Metamorphose, diese Schmetterling durchmacht, die habe ich für mich gefühlt irgendwie auch durchgemacht. Und das ist das, was eben dahinter steckt. Und seither versuche ich auch immer wieder irgendwo Schmetterlinge mit zu integrieren. Wir haben zum Beispiel auch an unserem Hochzeitstag Schmetterlinge fliegen lassen statt Tauben und überall versteckt war in der Hochzeitsdeko auch Schmetterlinge mit drin, bei den Einladungskarten. Also es ist wirklich etwas, was eine sehr große Bedeutung für mich hat. Und darum habe ich mich auch damals entschieden, den Kanalnamen hier von YouTube so zu benennen, wie er jetzt eben auch heißt. Und ich finde es irgendwie schön, dass ihr jetzt auch den Gedanken dahinter kennt, warum Schmetterlinge so eine Bedeutung für mich haben, wenngleich es eben doch auch ein sehr heftiges und ernstes Thema ist. Ich habe jetzt auch nicht vor, das zukünftig noch öfter irgendwie zum Thema zu machen, aber es wurde auch schon von eurer Seite aus nachgefragt, warum ich denn so diese Affinität zu Schmetterlingen habe. Und jetzt wisst ihr das einmal und es gehört eben auch einfach zu mir. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht auch Ähnliches erlebt haben und ich möchte an dieser Stelle einfach auch nochmal Mut machen, sucht euch jemanden, dem ihr euch anvertrauen könnt. Und wenn es eure Eltern nicht sind, dann vielleicht jemand aus einem Bekanntenkreis oder nutzt die Nummer gegen Kummer. Es gibt eine Telefonnummer, ich blende euch die hier mal ein. Wenn euch irgendwas bedrückt, egal ob es die Tatsache ist, dass ihr gemobbt werdet oder dass ihr Stress zu Hause habt oder was auch immer, ruft diese Nummer an und die werden euch helfen. Ich kannte damals diese Nummer nicht und wäre vielleicht dankbar gewesen, sie zu kennen und darum jetzt auch eben einmal dieser Hinweis und bitte gebt Mobbing keine Chance. Deswegen auch der Hashtag gegen Mobbing bei der Verlosung. Und ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich sage Tschüss, von Herzen alles Liebe, eure Nicole.